Herzlich willkommen. Mensch, ja. Geil, dass du wieder mit am Start bist. Und eine weitere Ausgabe von Gothic 2, die Rückkehr. Und ja, wir werden in dieser heutigen Aufnahmesession weiter hier voranschreiten über die Brücke Richtung Ork-Friedhof beziehungsweise / vielleicht Sumpflager. Es kann... Ich finde, es ist schon möglich, dass es von hier aus einen Weg durch die Berge gibt, um unten im Sumpflager rauszukommen. Ich kann es mir schon vorstellen. Ich habe einen interessanten Kommentar bekommen von Veles Kolmogoro. Ich habe viele interessante Kommentare bekommen. Ich habe wieder einige rausgesucht hier. Der hat geschrieben, hol dir mal die Gommes-Rüstung in der Burg. Die ist um einiges besser. Als Guru hast du es bedeutend einfacher mit der Orkstadt. Ach ja, und einen Ulumulu brauchst du nur noch, um den Orkanführer sprechen zu können. Erste Frage wäre, wo ist Gommes Rüstung? Ich habe die ganze Burg auf den Kopf gestellt, eigentlich. Also, wenn ich irgendwo eine Kiste übersehen habe, bitte sagt's mir. Das wäre sehr geil, wenn ich Gommes Rüstung kriegen könnte. Gut, dass ich als Guru einfacher haben werde im ganzen Spiel, das ist, denke ich, klar. Ja, und die Sache mit dem Ulumulu muss ich mal gucken. Also, da hat man mir ja auch schon Tipps gegeben, dass ich eventuell nochmal mit Urshak da spreche. Und mit Xardas. Und, ja, gucken wir einfach mal. Aber auf jeden Fall geht's jetzt erstmal darum, hier, erkunden. Okay, da ist eine ganze Ork-Festung platziert worden. Das ist, naja. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich glaube, es ist ein bisschen laut hier gerade eingestellt. Ja, speichern können wir auch. Das ist auch okay, aber ich muss erstmal Audio, es ist noch vom Stream gestern, habe ich gerade zwei Liver Edition gestreamt und da ist das irgendwie verknüpft miteinander, die Soundeinstellungen. Was haben wir denn da? Oder was? Wenn die alle einzeln kommen, ist mir das recht. Wenn die alle einzeln kommen, ist mir das sowas von recht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Doch, ich denke schon, dass ihr es euch vorstellen könnt. Alter, wenn wir den Bogen einfach... Naja, der Bogen ist nur temporär nutzbar. Ja, fluch du mal. Ruhig mal her. Und der eine Ork da oben, der zieht sich erstmal einen schönen Rum rein. Komm schon, kämpf gegen deine Ehre. Du Orkmade. Silberner Ring, den wir wieder bei Halvor abgeben können. Sehr schön. Er wird sich freuen. Ja. Frage ist, fällt er da jetzt wieder runter, der eine oder? Ich überlege, ob ich erstmal alternativ wieder gucken gehe. Was mich hier so erwartet, bevor ich da jetzt einfach ungestüm reinrenne. Ich habe viele Kommentare bekommen bezüglich der Orkstadt, also vielen, vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Ihr habt mir da sehr geholfen. Verwandlung Varg. Okay, als Varg falle ich aber in Orks noch weniger auf. Okay. Hm. Also ich habe viele Kommentare bekommen bezüglich, wo es geht eigentlich. So viele sind es gar nicht. Das sind drei Schamanen. Ne, zwei sogar bloß. Zwei Schamanen. Ein Leutnant. Diverse Krieger und Schützen. Aber das können wir hinkriegen. Das können wir schaffen. Oh, hier sind noch Unsichtbare. Oh je. Tja, und ich muss jetzt vor allem mal gucken. Hier, das könnte ein Pfad runter sein in, zum Sumpflager. Nee, das ist einfach gar nichts. Schade. Okay. Dann halt leider nicht. Wie gesagt, viele Kommentare bekommen bezüglich der Orkstadt. Da haben mir sehr viele geschrieben, dass ich da mit einem Ulumulu zurückkommen muss, weil es da halt noch eine Questreihe gibt, eine ziemlich große. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür, für die Hinweise. Ich konnte mir das irgendwie schon halb so denken, als ich dann nur den entsprechenden Ork dort hatte. Dachte ich mir dann schon so, ach scheiße, es ist bestimmt ja alles questrelevant. Und trotzdem, ich feiere es einfach, dass ihr mir trotzdem die Hinweise gegeben habt.
Und da so nett wart, mich darauf hinzuweisen, das finde ich einfach sehr korrekt von euch. Okay, aber der vermutete Zugang zum Sumpflager ist hier leider nicht. Das ist aber nicht schlimm. Wir können auch noch alternativ andere Wege... guck mal. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Guck mir das erstmal kurz an. Hier kann es einen Zugang geben. Ja, moin. Oder? Guck mal. Ja, haha. Ja. Hier, guck mal, hier führt unser Zugang zum Sumpflager hin. Alles klar. Wir sind hinterm Orkwall. Alles klar. Okay. Das ist gut. Das heißt, wir können auch jetzt uns ohne dich durch die Orks dort zu metzeln, können wir auch so ins Sumpflager. Aber, ganz ehrlich. Oh. Ganz ehrlich, wenn ich die Erfahrungspunkte kriegen kann, dann hole ich mir die. Und vielleicht... Vielleicht gehe ich aber auch erstmal in den Orkfriedhof und guck mal, was dort so abgeht. Ich habe das, glaube ich, schon mal in der letzten Folge erwähnt, aber ich erwähne es gerne wieder. der Orkfriedhof war für mich in Gothic 1 einer der atmosphärischsten Orte im gesamten Spiel, weil der so gruselig und beklemmt zugleich war. Und das habe ich einfach brutal komplett gefeiert. Also, das fand ich einfach so genial. Ja, und hier habe ich auch übrigens einen Kommentar von Brother bekommen. Der schreibt, welches Texture Pack benutzt du eigentlich? Sieht ja wirklich nicht nach Vanilla-Grafik aus. Hab schon in ein paar Folgen bei dir auch die Infobox durchgelesen. Entweder hatte ich keinen Erfolg oder ich war zu blind. Danke für die Let's Plays. Durch dich habe ich nochmal einen Ruck bekommen und bin auf den Geschmack gekommen, Gothic 2 in dieser Mod zu starten. Macht bisher richtig Laune, viel verändert und verbessert, was im Vanilla manchmal leicht von der Logik genervt hat. Kann man sich nicht beschweren. Mach weiter so. Vielen Dank, Brother, erstmal für dein Feedback. Und also ich benutze hier das Texture Pack von Merlin, das Merlins Texture Pack. Des Weiteren nutze ich den D3 D11 Renderer, also die Clockwork Edition. Und System Pack, der Gigabyte Patch, das sind, glaube ich, so die vier Sachen, die ich verwende. Sieht einfach echt cool aus. So gefällt mir auch so alles richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Dass du die Mod selber durch mich auf den Geschmack gekommen bist, ist, glaube ich, ein Einzelfall, weil ich öfters mal nicht sehr gut über die Mod spreche, muss ich ganz ehrlich sein. Aber das ist halt einfach meine ehrliche Meinung dazu. Ich finde die Mod einfach nicht gut. Aber ich habe das auch schon oft in Streams zum Beispiel erzählt, wenn Leute mich in den Streams fragen zu dem Let's Play hier, dann sage ich halt auch immer, es ist einfach keine Mod für mich. Es ist eine Mod für Leute, die halt gerne grinden wollen und die halt gerne... eine Herausforderung haben möchten einfach und die es gerne ein bisschen schwerer haben möchten. Für die ist die Mod, die Rückkehr, wirklich perfekt. Wirklich, kann ich gar nicht anders sagen. Also, wenn ihr eine herausfordernde Mod haben wollt, dann spielt die Rückkehr. Definitiv spielt die Rückkehr. Jetzt ist der Urukai dort gefallen und gestorben. Okay, soll mir recht sein. Einer weniger. Und dann spielt auf jeden Fall die Mod. Also, dann kann ich es auch nur empfehlen. So ist es nicht. Aber für Leute wie mich, die eher mehr eine coole Story und eine Atmosphäre genießen wollen, ohne jetzt zu oft zu kämpfen, für die kann ich es eher nicht empfehlen. Aber ja, wie gesagt, ist halt auch irgendwo so ein Ding von... Okay, wenn zwei kommen und einer schießt, ist das cool für mich. Ist halt eher so ein Ding von, muss man halt Meinung bilden und dann selber abwägen, ob man es mag oder nicht. Sehr schön. Die Wand kann man hier optimal wirklich nutzen als Deckung vor den Schützen und ist ganz gut. Ich glaube aber, dass diese Holzwand mich nicht vor Schamanen schützt. Ich glaube, die Schamanen werden hier einfach durchschießen. Er hält aber viel aus. Beziehungsweise, ich habe einfach keinen Crit rausgeknallt gerade. Ich habe schon Urukai Armbrustschütze, die habe ich einfach mit zwei Schlägen platt gemacht, aber das waren halt kritische Treffer. So, jetzt haben wir die Hälfte des Camps doch schon ausgeräumt. Sehr schön. Die Sache mit den Schamanen wird aber unangenehm.
Bin ich mir recht sicher. Komm schon, du hast mich gesehen. Jetzt sitzen zwei Schamanen oder am Lagerfeuer. Hä? Als ob der mich nicht gekriegt hat. Alter. Schade, dass die ihre eigenen Leute nicht treffen. Das wäre so geil. Oh, nee, warte mal. Scheiße, warte mal, das ist zu viel. Das ist zu viel. So, vielleicht habe ich auf der Brücke einen Vorteil, dass die vielleicht runterfallen. Stehen zu nah ineinander, das ist mein Vorteil. Oh, das läuft doch. Ich habe einfach eine höhere Reichweite als den ihre Ork-Waffen. Das ist halt so geil. Das ist so geil, dass ich halt so eine Reichweite besitze und die halt nicht. Ist halt super. Okay. Soweit so gut. Die Schamanen werden ein Problem werden, aber... Tja, müssen wir mal gucken. Da muss ich irgendwie mit umgehen. So, hier habe ich halt... What? Was steht da? Which is... Ah, fuck. Kann man kurz einer pausieren und sich das durchlesen? Kriegt nichts. Place is... Steht am rechten Arm. Es steht Place is... Naja. Witzig, witzig. gucken wir mal. Wie gesagt, ich würde auch erstmal noch einen kleinen Abstecher in die Orkstadt machen, bin ich ganz ehrlich. Hab da eigentlich schon Bock zu erfahren, was da drin so los ist. Einfach, weil es einer meiner Lieblingsorte in Gothic 1 war. So, German Game Informer hat geschrieben. Ich habe jetzt Returning 2.0, Buddy Goth und Tentars Version angefangen. Glückwunsch. Das ist alles komplett vertont und endlich komplett in Deutsch. Ja, Returning 2.0 ist so eine Sache. Ich habe des Öfteren jetzt Kommentare gelesen bezüglich zur Version 2.0. Und die Sache ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch des Öfteren gelesen, dass da noch mehr Content drin sein soll. Noch mehr Quests. Noch mehr Sachen, die die Mod noch krasser machen und noch mehr, also noch mehr befüllen. Und da bin ich ganz ehrlich, wenn ich hier mit diesem Let's Play durch bin, war es das erstmal für mich mit die Rückkehr. Und das meine ich so, wie ich es sage. Bin ganz ehrlich, ich werde 3 Kreuze machen, wenn ich mit diesem Let's Play hier fertig bin. Jetzt spielen wir wieder nur eine Dodgeball, wie Fahrenheit in die Kommentare schreiben will. Oder Völkerball. Aber das Problem ist, die müssten halt näher mal an mich rankommen. Die geben dann aber auch gleich wieder auf und kommen gar nicht hinterher. Das ist doof. Auch irgendwie ein Mittel, um da an die ranzukommen. Habe ich denn irgendwas? Ah, ich habe keine Fernkampfzauber, ne? Doch, habe ich, aber ich habe keine magischen Kreise. Ach, fuck. Oh! Ah, nee, die will ich jetzt nicht dafür vergeuden, ganz ehrlich. Doch, ich habe sowas wie einen Kugelblitz. Ist doch mal ganz cool. Nee, aber wenn... Oh, der ist echt dadurch gestorben? Okay, Kugelblitz ist nicht zu unterschätzen. Also, oh! Scheiße, nee, jetzt hat der andere mich getroffen. Fuck. Ah, Mann. Nee, also wie gesagt, Returning 2.0 kommt für mich jetzt erstmal auf gar keinen Fall in Frage. Wenn, vor allem nicht, wenn da noch mehr Inhalt drin ist. Also wenn Returning 2.0 eine etwas, ich sag mal, abgespecktere Variante wäre, hätte ich gesagt, okay. Wenn es dann mit Sprachausgabe ist und wenn die Dialoge vor allem umgeschrieben worden sind und der Held nicht mehr so krass wie eine Pussy rüberkommt in den selbstgeschriebenen Dialogen. Also wie gesagt, wenn diese 3 Aspekte halt irgendwie angekündigt worden wären, also weniger Content. Oh, das war knapp. Weniger Content, der Held hat bessere Dialoge bekommen und es gibt eine deutsche Vertonung. Dann hätte ich gesagt, okay, ich würde es mir irgendwann nochmal angucken. Aber
wenn es heißt, dass noch mehr Content drin ist als ohnehin schon, dann, nee, dann bin ich raus. Dann kann das auch gerne meinetwegen eine deutsche Synchro haben. Dann bin ich einfach raus. Das lief optimal. Also das tue ich mir dann ehrlich gesagt kein zweites Mal nochmal an. Ich denke, ihr habt dafür auch Verständnis. Weil, wie gesagt, ich habe das glaube ich schon oft gesagt, ich mag die Mod jetzt nicht so. Bin die jetzt nicht gelungen. Aber das liegt halt auch nur daran, dass ich halt nicht, der Spielertyp für diese Mod bin. Das ist der einzige Grund. Bin dann einfach nicht der Spielertyp dafür. Und dementsprechend werde ich mir das dann erstmal nicht mehr nochmal geben. Sollte jetzt aber das Szenario eintreten. Ich habe alle Gothic Mods gespielt, Let's Played, alle gezockt für euch. Und ich habe keine Ideen mehr, was ich noch Let's Playen soll. Dann könnte, ich sage nicht wird, ich sage ja, ich könnte so sein, dass dann Returning 2.0 in der dann aktuellsten Variante vielleicht eine Option für ein Let's Play nochmal wäre. Aber nur dann, wenn ich keine Alternativen mehr habe. So. Dann könnte das eventuell nochmal eine Idee sein. Ja, mal gucken. Werde ich mich mal überraschen lassen. So. Wir könnten das hier schon alles super in einer Folge schaffen. Das ist die Ausrottung dieses Camps. Und jetzt hinten sind jetzt noch zwei Urukai und Schamane. Okay. Ja, soweit, so gut. Jetzt habe ich sogar noch den Kugelblitz übrig, weil ich gerade neu geladen habe. Ganz ehrlich, ich habe die Kraft von dem... Oh, das sind noch drei tatsächlich. Tatsächlich habe ich die Kraft ein bisschen gerade unterschätzt von dem Kugelblitz. Hätte nicht gedacht, dass er... Ja, wobei es halt ein Schaman hat, halt nicht viel Rüstung, ne? Der teilt zwar super krass aus, aber steckt ja nicht so viel ein. Okay, das... Aha, Bitch. Und tschüss. Schnell mal noch einen Überraschungsangriff gesnackt. Ich höre... Ah, nee, nee, nee. Der Schamane ist mir zu... greedy. Versucht die mal auf die Brücke zu locken. Ah, oh, ich habe schon wieder zu viel Leben verloren. Fuck. Ja, einer ist cool. Einer ist in Ordnung. Und es ist sogar der... den Überraschungsangriff kassiert hat. Der wird sich ärgern. Und immer schön ein paar Heiltränke noch am Start. Wie gesagt, brauchen wir eigentlich nicht, weil wir die Schafsfälle haben, aber trotzdem in heiklen Situationen, wo ich nicht die Zeit habe, das Schafsfell rauszuholen und zu nutzen, sind die Heiltränke ja doch ganz nützlich. Naja. Wenn ich sie habe, sollte ich sie wahrscheinlich auch mal verwenden, ne? So, jetzt müssten es wirklich nur noch zwei sein und der Schamane. Mühsam ernährt sich das Murmeltier. Und oh, völlig mit euch. Die Frage, wie locke ich die da jetzt von dem Schamanen weg? Oh, das ist ideal. Jetzt hier mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Mit dem Schamanen, der mir jetzt hier noch Feuer unter dem Arsch macht. Sehr schön, speichern. Ich frage mich, ob die Entwickler so schlau waren, noch eine Spruchrolle ins Spiel einzufügen oder einen Zauber ins Spiel einzufügen, der die Ausdauer komplett wiederherstellt. Das wäre natürlich sehr geil. Das hätte ich natürlich komplett gefeiert. Geh mal über die rechte Flanke. Das kann ich mir sparen. Okay, wenn ich den Schaman da weglocken kann, dem Urukai ist alles cool. Nicht bald mal kein Mana mehr? Er zündet deine eigenen Ork-Barrikaden an.
Scheiße. Ah, nein. Hat er mich doch einmal getroffen. Mist. Ah, das war ultra knapp. Wirklich. Ah, Mann. Aber eine Millisekunde hat da echt den Unterschied gemacht. Oh, Entschuldigung, wenn ich gerade zu laut war. Da hat gerade eine Millisekunde echt den Unterschied gemacht. Mist. Überlege ich halt doch, ob nicht vielleicht doch der Kugelblitz eine Option ist. Ich will den da eigentlich versuchen wegzulocken. Halt so belastend, wenn man selber keine Zauber zum Schießen hat. Boah, ich freue mich wirklich schon, wenn wir Guru sind und wenn wir dann endlich mal ein paar Kreise gestiegen sind. Und endlich mal ein paar Runen haben. Das wird so geil. Ja, komm hier. Geht ihm die Baldmas Mana aus? Verbraucht er überhaupt Mana? Also. Oder hat er wirklich 999.000 irgendwie? Kann ich jetzt hier eine Weile. Kann ich jetzt hier wirklich eine Weile hin und her rennen? Ich arbeite mich einfach so Stück für Stück immer voran. Perfekt. Nur aufpassen, dass der Urukai da nicht. Trottel, hast auf deinen Meister nicht aufgepasst, ey. Jawohl. Oh, sogar ohne Leben zu verlieren. Sogar ohne Leben zu verlieren. Dafür könnte man ein Like dalassen, finde ich. Ohne Zauber zu verwenden, ohne Leben zu verlieren. Sehr schön. Okay, hier haben wir erstmal ein Trollfell. Wie viele Trollfälle ich jetzt schon bei Bossbar abgegeben habe. Der könnte wahrscheinlich einen eigenen Zweitladen aufmachen, wo er nur Trollfälle verkauft. Okay, sehr cool. Das hat auch super funktioniert hier. Sehr schön. Haben wir nichts mehr? Okay. Dann würde ich mal sagen, auf in den ehemaligen Ork-Friedhof. Ich bin sehr gespannt, was uns dort erwarten wird. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsorte aus Gothic 1. Ich würde es so hart feiern, wenn wir Balukor wieder treffen würden. Das wäre ultra nice. Ach du heilige Scheiße. Okay, erstmal haben wir... Oh, das sind Orks mit weißen Gesichtern. Au, das sind Ork-Tempelkrieger. Okay. Seid ihr sehr viel krasser? Nee, sieht nicht so aus. Ey, die sind irgendwie überhaupt nicht krass. Das sind einfach normale Ork-Krieger. Oh doch, die sind doch krass. Weil ich ganz schön Ausdauer durch die verloren habe. Die haben irgendwas an sich, dass ich ziemlich schnell Ausdauer verliere, wenn ich die treffe. Also so ähnlich wie bei den Golems, wisst ihr? So. Ork-Tempelkrieger, cool. Die haben sie einfach nur ein weißes Gesicht gegeben, aber gefällt mir. Bringt ja doch wenigstens ein bisschen Detail rein. So. Na dann, hauen wir uns aufs Ohr. Schlafen eine Runde, machen Päuschen. Habe ich euch schon mal meine geile Skyrim-Tasse gezeigt, die mir meine Mutter zu Weihnachten geschenkt hat? Die ist jetzt schwarz mit diesem weißen Skyrim-Logo drauf. Aber wenn da eine heiße Flüssigkeit drin ist, irgendwie ein Tee, Kaffee oder sonst was, dann verfärbt sich das Schwarz weg, also so eine Thermotasse. Und dann sieht man hier quasi das Logo, also das Skyrim, also steht dann der Schriftzug Skyrim da. Und man sieht eine Landschaft mit dem Helden drauf. Das ist hammer nice. Aufpassen, ich habe keine Ausdauer gerade mehr. Auch relativ viel von den Tränken, hätte ich gar nicht gedacht. So. Die haben auch eine andere Rüstungstextur. Die haben ein bisschen krassere Rüstung, glaube ich. Aber es fühlt sich nicht so an. Also nicht, jetzt nicht im Kampf fühlt es sich jetzt halt nicht so an. Okay, muss aufpassen jetzt. Nicht, dass ich hier in irgendwelche toten Winkel laufe und dann stehe ich vor drei Kriegern und dann bin ich tot. Oh je. Okay. Das... Wenn die alle einzeln kommen, ist cool für mich.
Ich hab genug Stahl für alle. Ich hab genug Stahl für alle. Ich bin Vertreter von der ThyssenKrupp. Ich stell mir das gerade so vor, wie ich als Mensch mit einem Ulumulu zu den Orks komme, in die Orkstadt oder einen Friedhof oder sowas, und dann so versuche, so Stahlmaterialien zu verkaufen irgendwie. Ja, ich baue Waffen, nicht nur Waffen, sondern auch Rüstungen, und die können ja auch ein Minecart von uns bekommen, und wir bauen ja auch Minensysteme und so, alles mit unserem hervorragenden Premium-Stahl, der ThyssenKrupp. So. Ich war so ein Stahlvertreter vor der Tür, wer kennt's. Bleiben an allen möglichen Ecken und Enden hängen, das gefällt mir natürlich. Ja, moin. Das gefällt mir sehr gut. Macht den Kampf natürlich gerade ein bisschen angenehmer für mich. Nicht so stressig. Der nächste. Warte mal, wie viele Erfahrungspunkte bringen? Ich hab vielleicht gerade nicht nachgesehen. 120, sehr gut. Das ist sogar relativ viel. Und wir haben fast die 2500 Monster-Kill-Marke geknackt. Das läuft. Ciao. Immer die ganzen kleinen Tränke hier rein. Wir speichern nochmal. Aber ich hoffe, dass der Ork-Friedhof jetzt nicht auch so ein Quest-Ding ist. Aber könnte ich mir schon vorstellen. Es ist halt recht dunkel hier. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Ork-Friedhof hier so ein questrelevantes Teil ist. Aber ganz ehrlich, ich zock mir lieber die Erfahrungspunkte jetzt hier. Und außerdem sind die Orks meine Feinde. Jawohl, 2500 Monster plus ein Mana. Geil. Jawohl. Ein Mana ist sowieso immer gut. Kann ich gebrauchen. Sind wir bei 107. Schön. Ich meine, da ist noch ordentlich Luft nach oben, das wissen wir alle, aber ich meine, es ist erstmal ein kleiner Schritt. Ist halt so dunkel hier. Natürlich ein bisschen doof. So. Hier haben wir einen Schalter. Ich hoffe, dass jetzt eigentlich so. Wenn ich auch. Mumien sind. Nee, ich glaube, die Mumien sind keine Kisten mehr. Wie in Gothic 1, dass man da sozusagen schön farmen konnte. Oh, ich habe ihn getroffen. Sehr gut. Ich denke nicht, dass die hier hochkommen. Ah, noch normale Krieger am Start gerade, okay. Oh, okay. Okay. Kommen doch hier hoch. Das sind zu viele. Das sind eindeutig zu viele. Okay, ich muss mal kurz zurückziehen. Naja gut, wie viele hier schon tot sind, ey. Hab schon locker 10, 20 Orks da drin getötet oder so. Gefühlt. Na gut, okay, dann mache ich erstmal ein kurzes Pipapäuschen hier. Und da liegt wahrscheinlich noch einer, den ich noch gar nicht gelootet? Doch, die habe ich gelootet. Okay, gut. Dann mache ich erstmal ein kurzes Päuschen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge gehen wir hier wieder rein in den Ork-Friedhof. Dann hoffe ich, dass ihr auch wieder mit am Start seid. Lasst gerne eine Bewertung da. Folgt mir gerne auf Twitch. Aktiviert die Glocke. Abonniert mich. Würde ich sehr geil finden von euch. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.